Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 8er Tagbox von Genetik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 8er Tag von Genetik aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Box mit einem weißen Arm. Also wenn ich mir so die Finger anschaue, dann sieht das für mich nach einem weiblichen Arm aus mit einem goldenen Ring. Der goldene Ring trägt hier einen Totenkopf, einen Häuptling-Totenkopf mit Federschmuck. Rechts haben wir dann einen goldenen Aufkleber und hier lesen wir Genetik 8er Tag. So ein bisschen was von Star Wars Optik. Limitierte Fanbox inklusive Genetikmaske, Album plus Instrumentals, DVD, Artwork, Print und Mantra Flag. Dann haben wir hier auf der linken Seite klein asiatische Schriftzeichen. Hier nochmal in groß. Genetik 8er Tag lesen wir hier. Und rechts unten haben wir dann einen FSK 16 Hinweis, der eben vor allem oder der eben dieser DVD hier geschuldet sein dürfte. Aber das Ganze mit Sticker gelöst bedeutet, man kann das Ganze abnehmen. Unterseite blank schwarz. Auf der linken Seite haben wir auch wieder Genetik 8er Tag und diese Schriftzeichen. Rechte Seite blank schwarz, oben blank schwarz und auf der Rückseite haben wir nochmal Genetik 8er Tag, diverse asiatische Schriftzeichen, einen Barcode, eine Kerze und auch wieder Schriftzeichen. Gut, das Ganze geht dann hier an der Seite auf, relativ ungewöhnlich, das Ganze hier mit einem Magnetverschluss zu öffnen. So sieht das Ganze dann aufgeklappt aus, also innen alles schwarz. Dann haben wir einmal dieses Stofftuch, das dürfte das die Mantra Flag sein. Also ich dachte erst vielleicht, das ist eine Fahne oder eine Flagge, aber es ist wirklich nur dieses kleine Stofftuch. Dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir einmal das Album. Hier so ein Pappeinleger, den man entfernen kann. Und dann haben wir hier einmal die Maske. Und dann hier noch diesen Artwork Print. Also der ist aus Karton und relativ dick. Gut, machen wir das alles wieder rein und die Box mal zu. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Und das ist von der Aufmachung her etwas ziemlich Spezielles. Und zwar haben wir einmal auf der Vorderseite Caruso, also die Maske von Caruso mit diesen Goldelementen im Auge. Ansonsten hier alles schwarz und auf der Rückseite, mehr oder weniger als Wendecover zu verwenden, ist dann hier Sick, also zumindest die Maske von ihm. Das Ganze geht dann hier auf und dann kann man das Ganze hier in alle Himmelsrichtungen aufklappen. Und dann kommt auch wieder hier dieser Arm zum Vorschein mit dem Ring. Und dann haben wir hier einmal links das Booklet in dieser Tasche. So, 8er Tag Spirit lesen wir hier. Dann hier so eine Zeichnung. Und dann haben wir hier für einzelne Tracks jeweils eine Seite beansprucht. Bedeutet, wir haben hier noch die Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat und wo es aufgenommen wurde. Und dann auf der rechten Seite Fotografien. Das zieht sich jetzt so durch vom Design. Ja, also die Fotos recht ähnlich. Verhüllte Köpfe, entweder mit Tüchern oder mit diesen typischen Genetikmasken. Zum Abschluss haben wir dann noch einmal mehrere Tracks aufgelistet und einen Stuhl und dann hier noch die Credits zum Album. Gut, soweit zum Booklet. Wir machen das mal wieder hier rein. Dann haben wir hier in der oberen Tasche eine CD und zwar ist das die Album-CD Genetik 8er Tag. Goldene Rückseite, gefällt mir richtig gut. Also generell, wenn man das einfärbt, das gefällt
gefällt mir immer sehr, wenn das nicht dieses klassische Silber ist. Dann auf der rechten Seite haben wir die DVD, auch hier wieder der FSK 16 Hinweis und auch diese DVD, ah nein, diese nicht. Diese nicht eingefärbt, diese klassisch in Silber. Und dann haben wir auf der unteren Seite noch die Instrumental-CD. So sieht das aus, sehr farbenfroh. Und diese aber in dem Fall wieder eingefärbt. So, ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Wir machen es, beziehungsweise doch, hier gibt es noch was zu sehen. Ich hoffe, man kann das lesen. Hier im Licht. Also hier lesen wir noch Genetik, Out of This World, High Kids, Selfmade Records etc. Das Spannende ja, dass das Album damals im Jahr 2015 natürlich noch über Selfmade Records erschienen ist, aber man bereits damals schon dieses Out of This World im Artwork oder im Design von Genetik finden konnte und das ja mittlerweile bekannt geworden, dass es das eigene Label jetzt von Genetik ist, nachdem sie sich von Selfmade getrennt haben. Gut, dann haben wir einmal diesen Stoffprint, dieses kleine Tuch. Genetik 8. Tag lesen wir hier. Und dann haben wir hier nochmal die ganzen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer die Lyrics bzw. wer die Produktion übernommen hat. Sehr ungewöhnlich, habe ich auch noch nie in einer Box gesehen so. Und hier dann noch der Vermerk 100% Baumwolle. Gut, ja, was auch immer man damit genau jetzt anfangen soll, erschließt sich mir nicht genau, aber nette Idee. Dann haben wir diesen Artwork Print. Und zwar ist das hier so ein gestärkter Karton. Und hier haben wir eben nochmal dieses Logo, diesen weißen Arm mit dem goldenen Ring. Und auch hier lesen wir wieder Genetik Out of This World. Also kann man sich eventuell ins Regal stellen oder irgendwo auf den Kasten. Vielleicht sogar auch einen Bilderrahmen drum machen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt dieses hier. Also das ist eine Genetik-Maske. Relativ dünn. Wir haben hier eben drei Öffnungen. Zwei für die Augen und eine für den Mund. Die Nase ist in dem Fall zu. Und oben dann ist mit so Schnür, mit so Stoff, diverse, ja, ich sag mal, Zöpfe geflochten. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo, machen wir das Ganze mal auf links, einen Hinweis finden, was das für Material ist, aber sieht schlecht aus, also ich kann hier leider nichts entdecken. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch ins Auge gesprungen ist, ist, dass wir hier an der Seite, genau hier, haben wir noch so einen Aufnäher, und zwar lesen wir hier, Genetik wünscht dir was. Gut, bevor wir noch zur Maske kommen, was mir jetzt gerade einfällt, wir haben uns die Tracklist gar nicht genau angesehen, denn ich habe euch, glaube ich, die Features unterschlagen. Und zwar haben wir von den 16 Tracks Features von, genau hier haben wir es, einmal ein Feature von Sio. Dann haben wir ein Feature von, finde ich jetzt gerade nicht, Max Herre. Ah ja, genau, und hier Sido. Also genau die drei Tracks hier untereinander. Einmal Sido, einmal Sio und einmal Max Herre. Also von den 16 Tracks, drei Features mit dabei. Hätten wir das auch erledigt. Gut, dann schauen wir uns diese Maske, diese Haube mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also haben hier diese schwarz-weiße Maske mit den drei Öffnungen für die Augen und den Mund. Und dann oben haben wir noch diese Haare, die man natürlich entsprechend dann anordnen kann, wie man möchte. Wie gesagt, rein vom Stoff her relativ dünn das Ganze. Eignet sich, ja, für die Freizeit, glaube ich, eher nicht so. Also Skifahren oder Motorradfahren würde ich das eher nicht tragen. Aber ist von der Optik auf jeden Fall eine nette Sache. Und für Genetik-Fans sicher ein schönes Extra. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze, diese Genetik-Maske. Dann dieses Tuch, inklusive der gesamten Tracklist aufgedruckt. Dieser Artwork-Print aus Karton und natürlich das Album an sich, inklusive Album-CD, Instrumental-CD und DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box,
achter Tag von Genetik. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Genetik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.